Tada! Weiter geht's heute mit den Speed Hunters. Und gehen rein in das nächste Ding, in das nächste Turnier hier direkt. Also, nach diesem kurzen Turnier geht's heute weiter mit dem nächsten. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben jetzt an Runden. Bis ich gerade gucke, tatsächlich. So, dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier fertig ist. So, dann gehen wir rein ins erste Rennen. 600, ah, 6 Rennen, 6 Runden, ja, geil. Na ja, komm, machen wir schon. So, ich rede mir schon mal wieder, um zu gewinnen. Warte mal, wie viel, was haben wir denn? Fahre die beste Runde. Okay, das ist gut. Boah, Alter. Wir gehen gerade mal richtig ab hier. Direkt am Anfang mit natürlich. Versucht sich die beste Position hier zu ergattern. So, da hat es mal hinter uns kräftig geschäppert. Jetzt war ein gescheppert. Versucht natürlich jetzt hier mehr die. Ja, die Führung natürlich zu erobern. Das war jetzt keine Absicht, das war jetzt ein bisschen Zufall. Und Jack jetzt erstmal davon. Wir haben hier schon Katze Hafen als Fahrzeug. Ja, zwei Autos sind schon mal direkt hinter uns. Also die wollen uns auch natürlich nochmal auf die Socken geben hier. Wir gehen jetzt als Führender durch in Runde 1. Versuche ich jetzt natürlich ein bisschen abzusitzen hier vom Rest des Feldes. Schellen hier um die Kurve driften. Ein bisschen die kurze Stunde nutzen, um ein bisschen wegzukommen vom Rest des Feldes vom Verfolger. Wobei einer nur so ein bisschen noch mithalten kann, ne? Und 1,8 Sekunden Rückstand. Jetzt gerade wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen mehr, aber. Klang und dann schöne mit Full Power in die Wand. Schön, wenn man es hier weiter reinkommt. So, wir sind jetzt in Runde 3 schon. Aktueller Abstand nach ganz hinten sind momentan bei Wettbewerb schon wieder 4 Sekunden. Also, ich glaube, ich wechsle so ein bisschen abzusitzen mit der Karre jetzt hier. So, vermute ich mal, dass wir jetzt gleich die beste Runde setzen. Jawohl, nochmal zweitbeste Runde gerade. Ah, ich wollte eigentlich unter eine Minute drücken, aber das wird mir wahrscheinlich nicht möglich sein, und auch mit dieser Runde wird es nicht möglich sein. Das ist natürlich noch mal ein bisschen, aber ich denke mal nicht, dass wir es hinkriegen. So, der aktuelle Abstand hat ganz hinten 6,5 Sekunden, also etwas über 6, irgendwann zwischen 6 und 7 Sekunden.
Wir wollen natürlich diesen ersten Sieg holen hier. Mal direkt ein Statement jetzt an die Konkurrenz nach dem Motto, wie mit uns ist auf jeden Fall zu rechnen. So, vorletzte Runde sind wir nun schon. Aktuelle Bestzeit 1:01:08. Das ist. Das schon ein Auto, Gott sei Dank, immerhin schon. So, aktueller Abstand 10 Sekunden. Aber dann nochmal besser als alle anderen, das ist ganz klar. Ich denke, viel wird über uns gehen. Mit dem Auto sind wir besonders gut dabei. Oh, Alter, der hat auch nochmal gut gesessen. Nochmal 9 weniger. Also nur noch 82% Lebensenergie für unser Fahrzeug. Wie geht sogar jetzt auf die Rundung? In der letzten Runde. So, fixen wir. Sogar noch mit einer Bestzeit. Danke. Eine halbe Sekunde schneller als alle anderen. Oder als meine eigene Bestzeit. Das, obwohl wir da auch nicht reingesenzt haben in die Wand. Ja, Runde haben wir. Einfach, der hat mega Probleme gehabt. Und jetzt kommen wir dazu, gerade so ein bisschen uns wieder anzuhängen an die nächste Gruppe. Ich werde jetzt bitte auf jeden Fall wieder einbauen. Sprich, wir werden heute den ersten Teil des Turniers fahren und am Montag den zweiten Teil dann. Also 3 Rennen, 6 Runden werden wir heute sehen. Das ist ganz klar. Dafür ist es zu lang, in einem Rutsch durchzuziehen. Und wir haben unsere Aufgabe schon gelöst und haben schon das Ziel erreicht. Die schnellste Runde gefahren. Diese 1:01:03 war für die Konkurrenz nicht zu knacken. So, weiter geht's mit Rennen Nummer 2 heute. So, weiter geht's jetzt gleich mit Rennen Nummer 2, wie gesagt, das auf Espedal Raceway. Gut, starten wir rein. Was haben wir jetzt als nächste Aufgabe? 3 Runden Führung und dann 2. Okay, mehr brauchen wir nicht. Diesmal sollen wir die Führungsrunde halten. Und zwar 3 insgesamt. Das sollte durchaus machbar sein, aber dazu erstmal von ganz hinten. Was heißt ganz hinten? Aus dem Mittelfeld da vorne kommt. Ich jag mich jetzt gerade mal so ein bisschen nach vorne. Ich nehme jetzt gerade mal einige Jungs aus dem Rennen. Ich bin jetzt schon 4. nach den wenigen Kurven. Keine Ahnung, ich bin bisher noch ein bisschen rausgekommen. Oh, ja, 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 der möchte gerne. Loose Ken heißt der. Ja, haut da mal. Jagt euch da gegenseitig ein bisschen. Den Jungen einfach mal kurz in die Wand drücken. Es ist halt ein Menge-Race, das ist halt ein Zerstörungsrennen. Und dementsprechend dürfen wir natürlich auch, wenn es möglich ist, die Konkurrenz von der Strecke zu jagen und zu schieben und zu machen und zu tun, wie auch immer. Oh, da geht's ab. Das ist ein langes Rennen.
Ja, ja, wir werden es gut machen. Wir. Nach dem nächsten Rennen machen wir uns fit. So, gehen in Führung. Haben leider noch nicht die Aufgabe erreicht. Oder ein Teil der Erstaufgabe. Ja, so leben wir natürlich jetzt wieder ein bisschen was verloren haben im Boden. Der erste, der sich jetzt raushaut. Und führen dann momentan der Slam Master. Gehen wir jetzt vorbei wieder an ihm. Ein Auto klebt uns ein bisschen am Arsch. Jetzt habe ich, dass ich die 10 mit die Runde gezählt bekomme. Immer noch nicht. Der zählt das tatsächlich, wenn überholt wird schon. Dann zählt er nicht die. Zählt er die Runde nicht als Führender. Boah, was für ein Rennen, Leute. Was für ein. Ein Kurs, eine Strecke. Jetzt hat er Runde in Führung. Ja, ja, okay. Das zählt er. Hier sind wir nicht in Führung gegangen und dann zählt er das als hier, was man tatsächlich in Führung ist, okay? Ihr zählt jetzt nicht, aber du gehst kurz als Ziel als Führung darüber und gehst dann quasi als erstes über die Linie. Nein, nein, der geht über die tatsächliche Distanz. Und 4. Ich passe natürlich jetzt ein bisschen auf, dass ich jetzt hier nicht von der Strecke rutsche oder sonst was, weil wie gesagt, der eine, der klebt gute 2 Sekunden dran an uns. Jetzt haben wir da vorne noch ein Auto. Das wäre bei dem Moment wurscht ist. Nämlich. Da gehe ich schön vorbei dran. Und jetzt dürften wir die zweite Runde angerechnet bekommen. Ja. Und das Ganze jetzt nochmal und dann hätten wir es. Aber wie gesagt, einer klebt uns noch ein bisschen am Arsch. Nee, nee, nee. Der möchte noch unbedingt. Der fühlt sich doch ein bisschen in der Verlosung drin. So, mal gucken, ob wir die Herausforderung hier schaffen. Da gehen wir jetzt erstmal in eine Kurve, eine Runde 5 rein. So, da vorne scheppert es nochmal richtig. Und immer noch hängt der uns an der Pelle da hinten. So, der war jeweils im Kurv in die dritte Runde und damit haben wir die Aufgabe erledigt. Ziel erreicht. Jetzt ist es mir wurscht, jetzt will ich mir den Typen. Jetzt will er nämlich jetzt rankommen, will ich ihn haben. Ich wollte jetzt mal diese Aufgabe gelöst haben. Komm. So, letzte Runde.
Ja, schade. Ich dachte, du nimmst ihn da hinten noch mit. Wenn er der, das wäre cool gewesen. Dann hätte ich... Ja, der Konkurrenz dran. Das ist nämlich eine Sekunde nur noch. So, jetzt sind wir gleich in der letzten Runde und er ist wieder dran mit wenige Meter. Klunk. Ich glaube, jetzt hat er ein bisschen, jetzt hat er einen Fehler drin gehabt. Jetzt hat er definitiv einen dicken Fehler drin gehabt, weil er ist auf einmal 5 Sekunden weg und damit müsste das Ding eigentlich, wenn jetzt nichts Dramatisches passiert, noch. Gerade bei solchen Rennen ist das auch durchaus möglich. Müsste das Ding entschieden sein. Und es ist letztendlich auch entschieden. Und wir holen uns den Sieg beim zweiten Lauf hier in auf dieser Strecke hier. Auf dieser Banger Race Strecke. Das war ganz, ganz wichtig. Und wir sind Level 30. Und kriegen wieder neue Teile für die Power von unser Auto. So, letztes Rennen für heute, liebe Leute. Also, was heißt letztes Rennen? Ja, für diesen heutigen Tag auf jeden Fall. Letzte Rennen, das, die anderen drei sehen wir uns erst am Montag an. Und dann haben wir es. Dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. So, und auf geht's. Weiter geht's heute mit dem nächsten und letzten Lauf in diesem heutigen Donnerstag. Platz, Schepper, Coverbums, alles geht natürlich erstmal kaputt, ja. Auch da vorne, Shepard ist auf dieser Strecke sehr gewaltig. Das kennen ist schon fast was. Siege mit mindestens 100 Meter Vorsprung. Das ist unser Ziel für heute. Dazu müssen wir aber auch erstmal nach vorne. Das ist nämlich nicht einfach gerade an dieser Strecke. Rausgedreht, rausgedreht. Welch Schaden. Pam. Wir kriegen viele, viele Punkte. Sind wir momentan 9 dann nur? So, sollen die Jungs mal sich ganz schnell da vorne. So, Ziel ist es doch wieder vorne zu kommen, jetzt ist es nützlich, aber erstmal an den vier vor uns da vorbei. Das gelbe Auto, was da ganz vorne fährt, das ist momentan der aktuelle Führende. So, jage ich mir kurz mal in den Zweitplatzierten und hänge mich mal direkt an den Führenden dran. Klar, der lässt es natürlich jetzt nicht in den Schatten gehen. Hinter uns klatscht es da mal kurz einmal. Während ihr da hinten euch mal ein bisschen gegenseitig rausnimmt, ist mir das relativ wurscht. Fakt ist, dass wir gewinnen wollen. So, wir drehen natürlich den Kontrahenten, der uns da im Arsch geklebt hat, so ein bisschen weg, raus. Damit er... Ja! My best friend, Slim Master.
Eben schon rangehängt an uns. Ja, das ist. Oh, das ist ein hartes Stück Arbeit. Momentan führen wir dieses Rennen noch an. Während der Rest natürlich jetzt ebenfalls nochmal wieder Probleme hat. Da hinten sind wieder zwei rausgerutscht. So, da hinten hat es jetzt nochmal kräftig gescheppert. Da ist der Zweite in den Dritten oder Dritte in den Zweiten gefahren. Soll mir persönlich recht sein. Sind aufpassen, dass wir da die nächste Wand mitnehmen, weil wir momentan ist, dieser Kurs ist relativ eng, man kann nicht bei hohen Geschwindigkeiten, da muss man nicht gute Bremsen haben. Der Mast hat sich jetzt wenig abgesetzt von seinem Kontrahenten, aber wir setzen uns ein bisschen von ihm weg jetzt. Aktueller Erfolg von 4, irgendwas Sekunden. So, Runde 4 sind wir jetzt mittlerweile sogar schon. Ja, der ist dran an uns, ne? Das ist es halt. Das ist halt ein enges Rennen. Du musst natürlich aufpassen hier, dass du. Oh. Ja, der weiß auch, dass er jetzt was versuchen muss. So, jetzt verlieren wir die Position 1 an unseren Rivalen. Direkt von dem Metal Screamer, aber wir tanzen weiter nur, das ist es halt, ne? Wir sind nicht mehr Erster. Und das hat sich jetzt gerade ein bisschen geändert. Und da ist gerade einer reingerutscht in die Wand und da war ein gelbes Auto auf jeden Fall zu sehen. Die Frage ist, war es tatsächlich der große Rivale? Der Slammaster. Ist er momentan draußen? Das wäre natürlich ein dickes, dickes Ding. Führender momentan sind wir. Inzwischen durch euer Gefühl. Ich musste ihn ja so rausnehmen. Es ging ja nicht anders. Mein Auto ist ja auch schon ein bisschen beschädigt. Wir haben momentan 70%, aber. Ich musste ihn jetzt aushebeln, da in der Wand. Es kann sein, dass er dadurch den ordentlich, dass er da Dings verloren hat. Es war nur ein bisschen. Es war eine Demolierhilfe mit drin auf jeden Fall.
So, letzte Runde, liebe Leute. Wir wollen dieses Ding hier natürlich nochmal gewinnen. Na, ich glaube, dass tatsächlich beide raus sind. Beide Fahrzeuge, die hinter uns gesessen haben, waren sind raus. Hier stehen auf jeden Fall zwei Autos. Die Frage ist, ich glaube, ich habe... Ja, plötzlich hängen wieder Autos an uns ran, die eigentlich gar nicht mit dabei waren. Weil wir verloren haben an Metern. Ich glaube, dass wir den 100 Meter wird schwierig werden. Die Frage hat es gereicht, um das Ziel zu erfüllen. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube, das war ein 100 Meter Minimum. Die war da. Aber es war ein hartes Rennen, muss ich sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass es was war. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute.